Ach je. Irgendwann bekomme ich das noch hin. Irgendwann werde ich das hinbekommen, das so auch irgendwie melodisch anklingen zu lassen. Ja, wir sind wieder hier im Game und man sieht vielleicht, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mich nämlich tatsächlich in der Freizeit mal mit Minecraft beschäftigt. Also nicht viel, sondern nur darum, dass ich mir jetzt erstmal ein anderes Texture Pack geholt habe. So ein Realistic-Gedöns und ein Shader Pack, was man vielleicht sieht. So ein bisschen, ne? Also ich habe einen Mod drin jetzt, einen Shader und einen Texture Pack. Das ist natürlich jetzt nochmal am Anfang wahrscheinlich erst ein bisschen umgewöhnen und ich hoffe auch, dass meine Grafikkarte mithält. Ich sehe gerade nämlich, dass es ein bisschen laggt manchmal. Muss ich wahrscheinlich nach der Folge nochmal ausprobieren. Aber ja, auf jeden Fall sieht das jetzt alles ein bisschen anders aus vielleicht. Oh, es bewegt sogar das Gras. Wow. Ist ja verrückt. Hier sieht man jetzt ein bisschen was, hier hat sich ein bisschen was verändert. Ist schon mal nice. Und gut, das war ein Screenshot. Wow, wie kann man sich das so anschauen? Krass, ich weiß gar nicht, für was die ganzen Knöpfe sind. Ich würde gerne. Ah ja, hier sieht man zum Beispiel dann auch. Wow. So sehe ich also aus. Ich habe jetzt auch tatsächlich meinen Skin geändert wegen dem Dingens. Das ist blöd, weil eigentlich wollte ich meinen Skin nicht ändern. Aber das sieht schon ein bisschen episch aus hier, ne? Das sieht ganz episch aus. Ich habe halt kein Gesicht, fällt mir gerade auf. Naja, kann ja mal vorkommen, ne, dass man kein Gesicht hat. So, ich habe mir gedacht, ich habe so verschiedene Ziele natürlich. Ne? Zum einen will ich unbedingt mal einen Dungeon finden. Zum anderen will ich jetzt auch mal langsam mich irgendwo festsetzen, ein Haus bauen. Und da waren noch einige, was ich machen wollte. Das fällt mir jetzt nur gerade nicht ein. Das ist gerade ein bisschen blöd. Wie mache ich das denn jetzt? So, ach guck mal. Lag! Lag! Ich weiß nicht, ich rede die ganze Zeit. Lag! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Lag! Für alle, die es nicht verstehen, das da vorne ist mein Haus. Ich bin da hinten irgendwo reingefallen. Ich war hier und hab doch ewig gesucht, dass ich hier endlich mal eine Höhle finde. Und da, direkt neben dem Haus, direkt neben meinem Lager, war einfach die Höhle. Alter. Ich habe mich jetzt durch die Höhle da durchgegraben, da und da und da und da. Und irgendwo da hinten bin ich dann reingefallen. Da bin ich von reingefallen. Weil ich mich hier hinten ewig umgeschaut habe, dass ich endlich mal was finde. Und jetzt stelle ich einfach fest, dass es dunkel wird. Ich muss schnell rein, bevor ich sterbe. Und jetzt stelle ich einfach fest, dass ich halt einfach nur nach links gehen müssen und ich wäre in der Höhle. Oh mein Gott, bin ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so richtig unnormal unintelligent. Also so, es gibt intelligente Menschen, dann gibt es unintelligente Menschen und danach irgendwann mit einem Riesenabstand, da kommt dann ich. So, ich habe noch keine Tür, deswegen muss ich mich immer einmauern. So, warte, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ah, bin ich so. Oh mein Gott. Ich bin so. Oh, ey, ich könnte mich selbst schlagen. Für was habe ich eigentlich. Für was. Da, die, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja so unnormal. Kommt schon. Ah. Nee, oder? Das ist doch. Also ich meine, das. Aber. Moment. Ich werde jetzt nochmal kurz in meine. Ich hatte doch irgendwas gebra, irgendwas gemacht. Ah nee, da war nur ein Iron. Und da war mein Crafting Table. Ich habe hinten in der Höhle ja noch ein bisschen was drin, ne? Ich hatte hinten in der Höhle ja noch, ah, guck mal, hier habe ich noch Iron. Können wir mal hier abbrennen lassen. Wie sieht eigentlich mein. Ah, so sieht es also aus. Interesting. Sehr smooth. Ja gut. Lass mich überlegen. Was ich denn jetzt eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich einen Dungeon finden. Nur, ich bin gerade ein bisschen. Ich bin gerade so geflasht. Leute, das ist direkt am Haus gewesen. Für was habe ich mich da durchgeboxt? Ich würde sagen, wir machen eine Unterirdische. Alter, ich werde hier raus eine unterirdische Wohnung machen. Irgendwann wird das mein Haupthaus sein. Es wird riesengroß sein. So groß wie mein Penis. Und dann werde ich zurückblicken und sagen, wisst ihr noch, als ich mich hier eingegraben habe, aus Angst, dass ich von Monstern getötet werde? Haha, wenn ich überhaupt so lange überlebe, wenn ich nicht vorsterbe. Ja.
Und hier, das wird der Grundstein sein quasi. Der Grundbaustein entsteht gerade hier. Das wird mein Haus. Und ich werde das irgendwie so machen, ich muss dann gerade überlegen, so Feng Shui-mäßig. Tatsächlich, dass hier irgendwo dann der Eingang ist. Ne, hier machen wir jetzt so eine Terrasse. Und in der Terrasse mache ich einen Wasserfall. Mit dem Wasserfall kann ich dann nach unten. Wow. Leute, das wird so smooth hier. Ja, so. Also. Okay. Ich muss nur kurz überlegen. Ah, das passt jetzt natürlich ja nicht rein, so farblich, ne? Shit. Also ich finde dieses Steinmuster eigentlich ganz smooth. Nur, ich kann da jetzt nicht zubauen. Oder wie stellt man. Warte mal, was ist, wenn ich, was ist, wenn ich Cobblestone da reinmache? Passiert dann irgendwas? Oder passiert was? Kommen dann die normalen Steine wieder raus? Ich glaube, aus früheren Zeiten weiß ich, glaube ich, dass das sogar so funktioniert. Das wäre ja eigentlich ganz smooth. Wobei die Erde muss, eigentlich müsste hier außen müsste die Erde bleiben, dass man nach. Obwohl, nee. Nee, da mache ich später irgendwas anderes hin. Das hier mache ich dann später auch noch weg. Das wird dann quasi hier meine Terrasse. Oh ja. Ich habe da ein gutes Gefühl, Jungs. Ich habe ein gutes Gefühl. Tatsächlich, da gibt es normales Stone dann. Oh ja, ich finde nämlich diese Steinatmosphäre finde ich doch ästhetisch sehr ansprechend. Nur der Boden ist natürlich vielleicht ein bisschen. Das sollte doch eher Holz sein, weil Holz ist schon atmosphärisch betrachtet auf jeden Fall angenehmer als Stein. Vor allem auch, da kriege ich ja ganz kalte Füße und das wollen wir nicht. Wollen wir kalte Füße? Nee, wollen wir nicht. Deshalb. Ah nee, da kann. Oh. Dinger gecraftet hier. Sag mal, jetzt kommt ja noch alles weg. ich muss mir auch gleich eine Steinaxt machen. Steinaxt. Neue Spitzhacke auf jeden Fall. Das nehme ich jetzt gleich weg. Um genau zu sein. Jetzt. Ja gut. Da schwebt mein Ofen. Ey, ein schwebender Ofen hat natürlich auch Style, ne? Der hat schon irgendwie Style. Ah ne, ich muss ja, wo waren das jetzt hier? Meine Crafting-Dingens. Ah, hier ist es. So. Könnte ich ihn irgendwie da dran setzen so? Ne, geht nicht. Ja, mach ich gleich nochmal weg. Jetzt haben wir erstmal, ah, das ist ja noch Iron Ore. Ah ne, das ist wieder Ore. Ich bin echt so. So verplant. Okay. Okay, die Box nehme ich noch mal auf. Die müssen wir später noch mal schön platzieren. Aber jetzt müssen wir hier erstmal den Boden wegmachen. Da kommt jetzt überall Holz hin, ne? Holz so. Holz wie Holz. Sowas. So Holz. So Holz. Warte mal. Übrigens könnte ich mal was essen. Ja, das sieht doch schön aus, oder? Sieht das schön aus? Yeah. So, übrigens, ihr könnt mich ruhig mal anschreiben. Und wenn ihr mir irgendwie helfen wollt, weil ich ja hier der absolute Noob bin. Ich würde also wirklich, ich nehme jede Hilfe an, falls ihr sagt, Tobi, pass auf. Ich mache für dich zum Beispiel mal einen ordentlichen Skin. Dann sage ich, ja, mach bitte. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir da einfach helft, weil. Oh, was ist das da? Ist das ein Bug? Ja, irgendwie ein Lichtbug oder sowas. Ah, da wäre ich euch sehr, 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 sehr stark verbunden. Habe ich jetzt das Bett aufgenommen? Ja. Ah, okay. Ich meine, ich muss das hier eh nochmal ein bisschen umgestalten. Ich würde nämlich sagen, dass. Geht es da irgendwo raus? Oh, wie ich mich hier gerade die ganze Zeit umschaue. Ich bin gerade so überfordert mit der Gesamtsituation. So wie schon ungefähr in 500 Jahren, wo ich hier Minecraft spiele, bin ich mit der Gesamtsituation überfordert. So. Aber, oh, da müssen später natürlich
muss hier später der Weg nochmal freigemacht werden. Aber jetzt erstmal, damit es einigermaßen noch was aussieht. So. Wobei später wird das ja hier zu Holz. Obwohl, nee, aber so eine Steinterrasse wäre natürlich auch ganz smooth, ne? Aber ein bisschen unrealistisch. Genau. So, jetzt. Warte. Ach Gott. Ich bin ein bisschen müde, Leute. Also, falls ihr euch fragt, wieso der so behindert ist hier. So, genau. Ah, nee. Es ist Stone Pressure Plate. Das heißt, da muss man irgendwie drauf. Nee, kein Sinn. Was war das jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Genau, sowas wollte ich. Exakt. Glaube ich. Ich glaube, das wollte ich. So, weil da kann man dann ja so, wenn man die hier dran macht. Oder? Ja. Natürlich wäre es ganz smooth, wenn man dann... Wobei, nee, ich lasse das hier so. Das könnte auch so mit so einem Stock dann so runter, ne? Wie so ein Balkon halt. Aber für den Anfang ist das ja eigentlich vollkommen in Ordnung hier. Da kann ich dann jeden Morgen dann, gehe ich dann so nackt, weil ich ja auch nackt schlafe, gehe ich dann hier raus. Zeig erstmal meinen Schniedel der Welt hier. Wobei ich sehe, das rendert bis hinten gar nicht, muss noch einstellen. Oh je. Und hier oben habe ich ein bisschen Angst, dass da irgendwelche Monster runterkommen. Was machen wir denn da? Generell habe ich sehr viel Angst vor Monster, aber das ist bei mir erst so ein Lifestyle, müsst ihr wissen. Und diesen Turm, den werde ich mal irgendwann auf jeden Fall ausarbeiten und daraus irgendwie so einen coolen Leuchtturm machen, dass der Leuchtturm tatsächlich irgendwann gut aussieht. Das wäre so auch eines meiner Goals auf jeden Fall. So, was haben wir hier drin? Ich muss gerade überlegen, weil der steht jetzt gerade ein bisschen blöd. Egal. Das hier wird dann meine... Eigentlich kann man das hier so auflassen. Ich finde, wenn das hier einfach so offen ist, eigentlich genau so. Wenn ich das genau so lasse, sieht das eigentlich ganz cool aus, ne? Und zwar, mal kurz... Ah ne, was mache ich denn? Ich mache noch einen Ofen. Und ich weiß gar nicht, habe ich Sand da? Ne, natürlich nicht. Weiß nämlich leider nicht, was diese ganzen Symbole sind. Ich muss mal Sand farmen. Wie sieht's aus draußen? Wo ist die Sonne? Die geht da hinten gerade unter. Ja gut, warte, wenn ich mich jetzt hinlege. Ah, Mann. Schade. Ich sehe noch ganz kurz auf, aber wenn ich jetzt loslaufe zum Strand, dann werde ich sterben. Und wir wissen alle, ich soll nicht sterben. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich in dieser Folge heute noch sterben werde. Wobei die ja auch relativ schon sich dem Ende neigt, ne? Muss nur mal hier schauen. Die Sonne geht unter. Ab wann kann man sich da hinlegen und schlafen? Ach Mann, ich weiß, du. Später, hier kann man auf jeden Fall noch irgendwo hinbauen, so, ne? Also das könnte dann noch einen anderen Raum werden, der ungefähr genauso groß ist. Habe ich jetzt eins zu viel gemacht? Ja. Supi. Egal, ist ja halt eins größer. Wir müssen ja nicht mit irgendwas sparen. Wir haben ja hier alles. Nur hier muss man natürlich aufpassen. Ah ne, da kommt schon was hier. Ein Block. So, ich hoffe, jetzt ist langsam Nacht geworden. Dann kann ich mich nämlich hinlegen und dann... Woo! Was haben wir denn dann? Jetzt ist Nacht, siehst du, jetzt ist Nacht. So, wenn ich jetzt die reinlege, muss ich pennen. Sehr gut, smooth. Ah, so. Okay. Okay. Dann, liebe Leute, liebe Menschen, würde ich sagen, in der nächsten Folge mache ich mich nochmal auf in die freie Natur, gehe zum Strand und, oh, ich sehe gerade, ich komme hier eigentlich gar nicht runter, ne? Müsste mir eigentlich eine Leiter machen oder sowas. Ich glaube, ich mache mir hier eine Leiter. Ah ne, hier kann ich ja runter, oder? Ach, guck mal. Ha. Ja gut. Ah, was war das? Oh, ich dachte gerade eben. Oh, ich dachte mir, ein Monster. Puh.
Okay, dann beende ich jetzt die Folge hier und nächstes Mal gehen wir da vorne dann hin und beziehungsweise ganz weit vorne, da war ja der Strand und holen uns, machen dann ein bisschen Glas und mit diesem Glas machen wir das hier nochmal, weil Glas brauche ich auf jeden Fall. Da hinten der Wald, ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit dem Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, euer Race.